Dir was an deiner Käferknarre aufgefallen? Aufgefallen? Eigentlich nicht. Ich musste die Larven schon eine Weile nicht mehr wechseln. Scheinen ziemlich gesund zu sein. Ja, ich habe den Larven neues Futter besorgt. Was? Ich habe Kyra eine bessere Nährstoffpaste für deine Larven und Drohnen zubereiten lassen. Sie sind jetzt viel gesünder. Danke, Kleine. Das war nett. Ja, ich habe gewonnen. Wir sind jetzt Freunde. Ich habe sie doch gesagt. Die Kraft des positiven Denkens. Ja, hast du. Niha! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolo 2. Euer Renko auf Renko LP. Und wie ihr seht, wir machen ein neues LP, sprich ein neues Format. Wollen wir mal gucken. Das wäre cool. Ja, ich weiß, hier zack. Ihr könnt vorwärts springen. Ihr könnt. Hat er noch der 2? Ich habe dieses noch nicht gespielt. Okay, alles klar. Also in diesem Spiel geht es darum, wir müssen dieses gute Monster fangen. Das heißt gutes Monster. Ein böses Monster. Wir sind die Jäger. Und jetzt werden wir mal den Gejagten haben. Mit W und Doppelleertaste können wir uns nach vorne pushen. Genau dasselbe. Cool, was ist das? Hilfe! Danke Leute, ihr habt was gut bei mir. Also, wir müssen jetzt das Monster suchen. Dann fangen wir es. Und nachdem wir es gefangen, oder besser gesagt, aufgespürt haben. Seht ihr? Monster! Und die Jungs haben es schon. Monster gefangen. Jetzt müssen wir da schnell hin. Und unser Team unterstützen. Okay, das Heilungsfeld ist gedacht. Donne! Und geben ihn jetzt Saurus. Oh, fuck, hier weg. Gehen wir mal mit hier. Wow, unserem Team ein bisschen Support Unterstützung. Wir müssen natürlich immer mit Doppel A oder D oder A und D. Hier auch nicht, hier als D. Okay. Jetzt versucht er sich natürlich zu verstecken und in Phase 2 zu verwandeln. Um das zu schaffen, muss er solche Viecher hier kennen, die Monster, um wieder zu fressen. Dann füllt er auch Hälfte auf und ja, kann sich irgendwann in Phase 2 verwandeln. Aber ich glaube, das ist eine Fehlinformation, weil diese Zeit, die da rumsteht, die muss er durchhalten und dann kommt er irgendwann in Phase 2 oder 3. In Phase 3 müssen wir dieses Teil verteidigen, dieses Relais. Dann ist er stark genug, um das anzugreifen. Seht ihr das? Erreicht die Monster Phase 3, kann es jetzt schon umgehen und soll das verstehen, hat das verloren. Genau. Ja. Ganz wichtig ist als Supporter immer schön das Team pushen. Mit dem Jetpack fliegen, fortfliegen und natürlich so schnell ausweichen. Und wir können uns auch mal die Karte einblenden lassen. Die Karte. Ab geht er. Jetzt suchen wir das böse Monster. Die Kotten. Das ist bald. Ey, wollte ich gerade gucken. Mann. Kuppel bereit. Ja, das war der Support. Ja, hier welche. Willst du gehen? Jo, das ist es. So, die Kuppel ist wieder bereit. Bin natürlich nicht so schnell. Leute, rennt nicht so weg. Aber die Maps sollen sich nicht stören. Und die Maps sind echt geil. Ich habe der Crytek Engine gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mit welcher. Je länger du kämpfst, desto schlimmer wird es für dich. Monster in der Kuppel. Schieß! Das ist das nicht! Hier ist ein anderer Typ. Heilungsfeld ist bereit. Achtung!
Oh, das böse Monster. Hey, okay, alles klar. Hilfe, ich bin nicht drinne! Oh, das ist richtig! Damit verabschiede ich mich von der ersten Runde Evolo Phase 2 Beta. Wie ihr seht, der Supporter liegt mir noch nicht ganz so gut, aber ich habe ja eher so die Assault-Klasse. Ist lieber so meine wahre Bestimmung. Bis zum nächsten Mal, euer Renko auf Renko FB. Achso, nochmal zu zusammenfassen. Es gibt tägliche Gewinne-Matches, also Rapper, Supporter oder Gorgon. Tagesaufgaben, ne? Dann hast du auch noch diese Belohnung. Kriegst du auch noch Embleme und Silberkeks. So, du kriegst Kuppelsieger-Bonus. Wortschild-Bonus, geheime Herausforderung abgeschlossen, da war ich hier, ne? Tagesherausforderung abgeschlossen, genau. Und dafür kriegst du dann Geld. Und mit diesem Geld könnt ihr euch dann Gegenstände kaufen. Ihr erreicht auch hier Stufen, damit die Spieler sehen, welche Stufe in der jeweiligen Klasse habt. Und dann entscheiden können, mach ich mit den Jungen weiter oder nicht? Und ach, keine Ahnung. Rundenlänge war 6 Minuten 24. Okay. Das ist ein bisschen wenig, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen auf die nächste Jagd. Wir müssen uns jetzt natürlich noch einen Gegner suchen. Oder eine Gruppe. Ah, die scheint doch ganz geil zu sein, Leute. Ihr könnt natürlich auch hier unten noch auf Rollenpräsenz, Support, Assault, Trapper, Medic und Monster. Diese fünf Klassen könnt ihr nach vorne spielen. Wenn ihr jetzt sagen wollt, ey, ich will Monster spielen, macht ihr auf die 1 und dann die jeweilige Klasse für euch erstmal. Zweitbest liegt auf die 2, die 3, die 4 und dementsprechend, wie ihr sie spielen müsst. Dann probiert es. Mit der Währung, die ich gekauft habe, wie ihr seht, könnt ihr euch entweder Charaktere kaufen, die natürlich verschiedene Sachen können. Oder ihr könnt diese Sachen hier freischalten. Schadenserhöhung, effiziente Jetpacks. Und wenn Kreaturen fallen, dann umkostet man 8 Meter angezeigt. Okay, alles klar. Okay. Okay, das scheint mir sehr gut zu sein. Ja, komm, gucken wir uns. Regeneration kommt drin. Jetzt haben wir Geld und ein bisschen Geld ist jetzt flöten gegangen. Ist ja nicht so schlimm. Hm, wir nehmen uns natürlich noch mal etwas. Nee. Ungehört. Sehr nice. Wird gekauft. Kommt rein. Jetzt für mich haben wir natürlich kein Geld mehr. Wir haben noch 81 Silber. Irgendwas. Könnt ihr natürlich auch, glaube ich, im Shop kaufen. Guck mal, hier so extra Geld, ne? Glaube ich, denke ich mal. Und dadurch finanziert sich dieses Projekt auch größtenteils dann mit. Oh, Alter, ich laufe hier schon wieder in Müll, du. Aber ist auch egal. Ich weiß, bin gerade hier so richtig Freestyle reingestartet. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Geisterfalle. Auch so eine sehr nette Map. Es gibt momentan nur 4 Maps, leider. Aber sie sind sehr geil gemacht. So für beide Seiten, ne? Sowohl für das Monster, auch als auch für die Jäger. Dass sie sich schön verstecken können. Ne? So kann der Jäger zum Gejagten werden und der Gejagte zum Jäger. Ja. Ja, so ist es. Wenn das Monster Phase 3 hat, ist es ziemlich stark und dann solltet ihr am besten wirklich auf Teamplay setzen. Na gut, in Phase 1 und 2 sollte man das auch schon tun, aber Phase 3 ist ja so krass drauf, dass viele
Bestes fast wirklich alles weg. Was ist das für ein Boden? Oh, diese Ladephase können wir ja mal nutzen, um euch mal so ein bisschen da draußen zu fragen. Wie findet ihr dieses neuartige Pokémon Go? Also, ist ja schon krass. Also, was sich da so... Ne, das ist so ein Trend, der jetzt so rausschwappt, so ein richtiger Hype. Ne, wo man sich so denkt, so, Alter, wie krass ist das denn? Und Sunny, wer den Anfang gemacht hat... Wo hast du eigentlich diesen großen Metall-Wikinger aufgegabelt? Torvald. Er war ziemlich hinüber, als ich ihn gefunden habe. Er wollte allein gegen ein Monster kämpfen. Immerhin hat das überlebt. Ja, das passt zu ihm. Und du hast ihm diese ganzen Metallteile verpasst? Ha, nein, er war schon ein Cyborg, als ich ihn gefunden habe. Ich habe ihn nur wieder in Ordnung gebracht, Beine wieder dran montiert. Wenn du mehr über seinen Metallkörper wissen willst, musst du ihn schon selbst fragen. Aber mach dich auf was gefasst, es ist eine lange Geschichte. Naja, zwischen den Kämpfen mit den Monstern habe ich eigentlich noch nichts vor. Ab geht's in Runde 2. So, ich habe jetzt mal kurz die Fresse gehalten, damit ihr die mal ein bisschen hören könnt. Da war's doch. Oder was war da? Nee, das ist nur wieder ein Vieh, was er treffen könnte. Wenn die Granate jetzt zu treffen aus der Entfernung, ist schon echt krass. Oh, was ist hier los? Ich hab Filme, sonst könnte er sich daran stark fressen. Jetpack ranspringen und abgehen. Was ist hier los? Ja genau, Pokémon Go, was halt hier von? Also es gibt verschiedene Teams, die können beitreten und denen habt ihr entsprechende Vorteile und. Arenas gibt's auch, die ihr mit Level 5 bestreiten könnt und viele, vieles mehr. Ihr geht draußen rum und fangt irgendwann welche an. Und das Geile ist, wenn ihr mehrere Pokémon fangt, von derselben Gattung könnt ihr sie dann, kriegt ihr auch das Pokémon, was ihr nicht mehr haben wollt, dann steht ihr drauf, verschicken. Und das könnt ihr dann zu diesem Punkt Professor heimschicken, und ja, dann kriegt ihr dafür einen Sonderbonbon oder irgendwie sowas. So, es ist immer diese Phase, wo man sagt, so, Alter, das ist langweilig. Aber was willst du machen? Das da. Riesen Moskitos! Wir suchen gerade das Monster. Und ich denke mal, sind komplett in die falsche Richtung gewesen. Was ist das für eine geile Maschine hier? Bei der Map. Schon echt geil aus. Ist jetzt nicht so mit die schönste Map. Von der Flora und Fauna her, aber sie ist auch echt geil gemacht. Erinnert einen ja so ein wenig an Takeshis Castle, das war am Land, ne? Mit Jäger und Gejagte. Ne? Vier Jäger hier, die einen kann, die ein Monster jagen, durch die Kandidaten. Bloß da waren es meistens immer zwei Hänger von diesem General Takeshi. Ne? Genau, so ist der General Takeshi. Sehr geile Sendung. Also wer weiß, was ich meine, Daumen hoch und schreibt die Kommentare, ob ihr es auch so gerne guckt habt. Am besten hat mir immer das Warm dann gefallen. War schon ganz sehr geil gemacht. Kandidaten, die erstmal schön in einen riesengroßen Labyrinth gefangen waren. Oh, wie sind die Schlossen eigentlich? Und das war dann halt aufgebaut, jedes Zimmer hatte. Muss man überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. Ja, was heißt 6 Ecken? Also es war so an 6 Wände und die waren angeordnet wie eine Bienenwabe. Deswegen hieß es auch das Wabenlabyrinth. Und dann musste er von einem Ende des Labyrinths zum anderen kommen, ohne von den Fängern ein schwarzes Gesicht zu sehen. Was ist los hier? Irgendwo soll es sein, Guys! Wo, wo, wo? Stimmt nicht weg, Junge! Nicht jetzt, Junge! Eine Stärkung von eurem Käfermann! Thank you. Thank you. German oder was? Ich sehe das Monster! Halber Kilometer! Oh, John!
Quatsch nicht einfach so. Müsste ich aber wissen, denke ich. Okay, das Heilungsfeld ist geladen. Jetzt sprechen. Boah, ist die. Vögel in der Luft. Gehen wir jetzt mal schnell in die Option. In die Spieloption. Oh. Das ist eine Zuweisung. Wo wir zu springen. Ja, du musst da springen. Ja, das ist ja ausgestreckt. Hier liegt noch mehr. Bla bla bla. Das Monster hat sich entwickelt. Das Vieh ist gewachsen. Wow, das ging schnell. Wo ist denn jetzt hier? C oder G? Nice, man. Jawohl, da haben wir das Monster. Monster gefangen. Jäger, Brad! Kill it! Jeder kann auf mich! Oh, Leute! Die hat ja Ruhezeit! Jawohl, jetzt sind wir alle durch, du. Nice one, das wollen wir doch. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, Lisa. Von hier unten kann ich euch nicht helfen, verdammt! Hilfe! Ja. Das Monster ist immer noch da, okay. Wir brauchen ihn! Wir leben nicht wieder! Halt durch, Junge! Stimm nicht weg! Ich muss es wohl. Map an, also was. Das Monster hat keine Panzerung mehr. Im Spannung. Alles wieder. Schiebdrohne. Aktiviert. Schiebdrohne. Sollte auch abgehen. Das Ding hat einen Fels. Kolia, ich schieße. Wartet auf mich. Oder bist du gesagt, warte, Monster! Hilfe! Medic sollte sich mal ein bisschen verstecken. Wäre das Beste für ihn. Okay, er versucht sich jetzt zu verstecken, so jetzt aus, bis wieder rein spawnen. Oh, da hinten war der Monster. Habt ihr gesehen, das ist gerade von links nach rechts gerannt. Das. Wo ist das Monster? Landungsschiff im Anflug. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Willkommen reingedroppt. Hey, Kollege. Durch die Blätter. Verdammte Shit. Let's go, Digga. Come on. Oh, ist das geil. Mit Fallschirm. Warte auf mich. Wir müssen zusammenbleiben. Ach, nix schief, Alter. Das kriegen wir locker gebacken. Das Stromrelais ist ungeschützt. Okay. Wir ziehen eine Schilddrohne hin. Drohne 858, du musst uns beschützen. Das ist nicht so das Beste, wie wir sind. Wir müssen ja nur noch 2 Minuten das Ding halten. Dann haben wir gewonnen. Map auf. Könnte auch richtig gemein sein, dass wir einfach in der Kuppel ausspielen, so dass es gar nicht erstmal das Stromrelais rankommt. Okay, wir gucken jetzt natürlich. Okay. Hinter der Mauer liegen. Phase 3 ist das so imber. Da kannst du nichts mehr machen. Also ihr müsst es wirklich schon in der Phase 1 und 2 am besten killen. Dann habt ihr gewonnen. Aber so wie in Phase 3. Da haben wir auch einen Fehler gemacht. Wir haben uns da unten reintreiben lassen. Total dumm. Da waren wir quasi wie eingesperrt in der Zelle und er konnte uns einfach wegbashen. Ich hab schon wieder diese Scheiße. Bis zum nächsten Mal, euer Remco auf Rampro Epic. Ciao, ciao.